Hallo ihr Lieben, ich habe euch im letzten Video versprochen, dass ich euch ganz besondere Frauen vorstellen werde, die auf der Suche waren nach ihrem Talent, nach ihrer Berufung, nach dem, was wirklich in ihnen ist und die es jetzt geschafft haben zu leben und etwas ganz, ganz Besonderes kreiert haben, damit ihr auch wirklich, jeder Mensch muss wissen, in jedem steckt ein Talent, was so einzigartig und besonders ist. Und wenn du auf der Suche bist nach dem, nach diesem Einzigen, was in dir so besonders und herausragend ist, dass du keine andere Chance hast, als erfolgreich zu werden, dass du ein echtes Geschenk für die Welt bist und dass Business sich nicht wie Business anfühlt, sondern eine wahre Freude macht. Das heißt, das Business gibt dir eher Energie, als dass es dir Energie zieht. Und das ist die Magie von deinem ganz einzigartigen Talent, wofür du gemacht wurdest, was dir eine absolute Freude ist, in die Welt zu bringen. Und ich möchte heute anfangen mit Antje Wodak, eine so besondere Frau, eine ganz, ganz tolle Frau, die im letzten Jahr, und ich glaube es war im Frühling oder im Sommer, zu mir gekommen ist, als ich das Angebot hatte, Your Solution One Day. Sie hatte mich durch Zufall auf Instagram gefunden und sie hat sofort gespürt, das brauche ich, das muss ich machen. Denn sie war schon einige Zeit, also ich glaube schon mehrere Jahre daran, ihr eigenes Coaching-Business in die Welt zu bringen, aber es hakte immer, es war immer anstrengend. Und sie wollte nicht mehr anstrengen, sie wollte es endlich leben und genießen und wirklich Menschen weiterhelfen, in die Liebe zu kommen. Das heißt wirklich diese Freude, diese Magie und diese Liebe zu spüren, die Leben wirklich ist. Und es war ein ganz, ganz wundervoller Tag mit ihr, beziehungsweise wir haben das gesplittet auf zwei. Ich habe dann irgendwann Your Solution One Day auf zwei gesplittet, damit wir auch immer noch die Zeit haben, nochmal zu integrieren und dann nochmal richtig alles auszurichten. Und das war eine unfassbare schöne Zeit mit ihr. Denn Antje hat etwas ganz, ganz Magisches an sich. Das heißt, wenn du mit ihr sprichst, da spürst du einfach eine Magie, die dir entsteht. Denn sie sieht die Welt nicht schwarz-weiß, sie sieht die Welt nicht stupide, ich kann das gar nicht beschreiben. Sie hat so eine Fähigkeit, die Welt mit Magie zu betrachten und das ist das, was sie dir in jedem Wort, in jeder Art, wie sie spricht, in ihrem ganzen Sein vermittelt. Und das schwappt jedes Mal über. Also das war auch für mich ein wahres Geschenk, mit ihr zu arbeiten. Doch ich habe festgestellt, als wir eine Weile gesprochen haben, dass das, was sie glaubt, was sie tun möchte, nicht das ist, was ihrem Talent zu 100% entspricht und noch viel, viel mehr Magie kreieren würde. Und so habe ich irgendwann gesagt, Antje, ich werde dir jetzt was sagen müssen, was dir nicht gefallen wird. Das, was du glaubst, was deine Berufung ist, ist noch nicht genau das, was möglich ist für dich. Da ist noch was anderes in dir. Und das ist sehr, sehr besonders und die Menschen, die werden sich die Finger lecken nach dir. Denn das ist so einzigartig und besonders, dass es kaum ein anderer so kann wie du. Also ich kenne keinen, ich habe auch noch nie davon gehört, die Art, wie du es tust und was du tust und davon werde ich dir jetzt erzählen. Und zwar, es zieht sich schon durch dein ganzes Leben lang durch, dass du immer die Welt mit der Magie betrachtest, mit wahnsinnig viel Liebe und einem offenen Herzen. Aber du hast das Talent, in allen Dingen das Besondere zu finden. Und vor allen Dingen hast du das Talent, Menschen das ganz Besondere zu geben. Das heißt, du hast so einen Laserblick, erstens mal spürst du einen Menschen, und du hast so einen Laserblick, für diesen Menschen genau das zu finden, was deine Welt zum Leuchten bringt. Das, wo er sagt, boah, also wo das Herz einfach aufgeht. Du findest immer das ganz besondere Erlebnis. Das heißt, wenn du einen Urlaub buchst, entweder für Freunde tatsächlich, sie hat das damals, sie macht das schon ihr ganzes Leben lang. Das ist so spannend, du wirst merken, wenn du deine wahre Berufung findest, wirst du merken, dass du das dein ganzes Leben lang schon gemacht hast. Du wurdest nur allzu oft dafür abgelehnt, weil es einfach too much war. Aber das ist, was Selbstständigkeit ist. Selbstständigkeit, alle Selbstständige sind auf irgendeine Art und Weise too much. Weil das ist das, was sie geben können, das too much. Aber das too much ist meistens genau das, wofür du abgelehnt wurdest, ne? Weil früher haben die Menschen ja nicht danach gefragt, jetzt buchen sie dich dafür. Genau. Und wenn sie einen Urlaub gebucht hat, entweder für sich selbst, für ihre Familie oder für ihre Freunde und Bekannte, dann war es immer das ganz Besondere. Es waren immer exklusive Sachen mit dabei. Es waren immer diese ganz besonderen Touren mit dabei, die das Hotel gar nicht angeboten hat. Aber sie wirklich es immer ermöglichen konnte, dass immer etwas ganz, ganz Besonderes dabei war, was einfach unvergessen blieb. Sie konnte nie einfach nur in ein ganz normales Hotel mit den ganz normalen Angeboten. Sie hat es immer ganz, ganz faszinierend und wunderschön gemacht. Oder wenn sie Geschenke vorbereitet für andere Menschen, sie spürt einfach, was der andere
was ihn so berühren würde. Die Art, wie sie das Papier einpackt, welches Papier sie wählt, welche Farbe sie wählt, welche Schleife, welche Dekoration. Es ist so abgestimmt auf den Menschen. Die Haptik, der Duft, alles. Alles ist so und es fällt ihr so leicht. Und so schafft sie es Menschen immer wieder, und so habe ich ihr das auch gesagt, du schaffst es immer wieder, Menschen in ihrem Herzen zu berühren durch das Besondere, was du ihnen gibst. Und weißt du, es gibt so viele Menschen, die wie mich jetzt auch zum Beispiel, die ihr Leben, wo ihr Leben gefüllt ist mit vielen, vielen Dingen, mit Familie, mit Business und auch ein sehr erfolgreiches Business. Und gerade sehr erfolgreiche Menschen, die möchten anderen Menschen auch dieses besondere Gefühl geben. Sei es Geschäftspartner, sei es der eigene Partner oder sei es auch für sich selbst, aber sie haben keine Zeit, das zu finden. Das heißt, Menschen buchen dich, um das ganz Besondere zu bekommen. Wenn sie zum Beispiel eine Partnerin haben, die sie über alles lieben, aber sie hat schon alles, was schenkst du ihr? Einem Menschen, der schon alles hat. Das kennt ihr auch, wenn man Oma und Opa was schenken soll, die schon alles haben, die sagen, ich brauche nichts. Wie kannst du ihnen eine Freude machen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, dass es unvergessen bleibt? Das ist das, Antje, das bist du. Du findest das ganz Besondere für diese Menschen, wo kein anderer drauf kommt, wo kein anderer weiß, wonach zu suchen. Du kennst, wenn du mir da erzählst, welche Connection du kennst, du machst jedes Mal, du hast so diesen Laserblick dafür. Du findest diese Dinge zusammen, du liebst es, diese Dinge zusammenzufinden und daraus ein Potpourri zu kreieren. Du kreierst immer eine Welt drumherum, eine Magie drumherum, und das ist etwas, was so besonders ist, weil die meisten Menschen sehen immer nur das Normale draußen, den Alltag, das Graue. Und du leuchtest die Welt auf. Das heißt, Menschen buchen dich, Firmen, wenn sie zum Beispiel ihren Kunden ein ganz besonderes Erlebnis, ein subtiles, ganz besonderes Erlebnis schaffen möchten, dass die Kunden in das Geschäft reinkommen, in das Hotel reinkommen, was es auch immer ist, und sie spüren, hier ist was anders. Hier herrscht eine andere Magie. Du findest für dieses Unternehmen diese ganz besonderen Dinge auch wirklich abgestimmt auf die Kunden, dass dieses Unternehmen für sie unvergessen bleibt und sie immer wieder deswegen gebucht werden, weil Kunden kaufen wegen Emotionen. Und wenn sie sich ganz besonders aufgenommen fühlen, wirklich heimisch fühlen, geliebt fühlen als Kunden, wenn sie das Gefühl haben, nach Hause zu kommen, dieses ganz besondere Extra zu haben, dann buchen sie dich immer wieder. Das heißt, du bist ein wahres Geschenk für die Unternehmen, für das Hotel, wer auch immer dich bucht. Wenn eine Familie zum Beispiel, die wirklich viel zu tun hat, weil die vielleicht ein großes Business haben, weil die wirklich viel, viel kreieren, viel machen, und dann haben sie das Familienleben und die wollen Urlaub buchen. Sie buchen dich, weil sie keine Zeit haben und auch gar keine Muße haben, diesen Urlaub zu buchen, der so perfekt abgestimmt ist auf sie und wirklich du sie an Orte führst, wo sie niemals drauf gekommen wären. Mit dem besonderen Service, mit dem besonderen Extra, und dieses ganze Potpourri bekommen sie von dir und sie werden einen unvergessenen Urlaub erleben. Das heißt, Menschen buchen dich, um das ganz besondere Erlebnis zu erleben. Und das unvergessen bleibt. Also es ist wirklich Magie, was Antje kreieren kann. Und wo das Antje gehört hat, da war sie erstmal so, uff. Und sie hat mir im Nachhinein gesagt, boah Anni, ich bin danach echt so ein Loch gefallen. Das war nicht das, was ich hören wollte, weil ich habe so lange Jahre jetzt versucht, dieses Business, das Coaching machen und mit Menschen zu arbeiten, zu kreieren, und jetzt sagst du mir, dass es das gar nicht ist. Was aber passiert ist, dass nachdem das ein bisschen gesagt ist, ist in ihr so viel Energie frei geworden. Und sie hat mir davon berichtet, wie sie wirklich wie unter Strom auf einmal Inspiration bekommen hat, Ideen bekommen hat, wie auf einmal sie angefangen hat zu leuchten und auf einmal also wirklich so viel Kraft frei geworden ist ihr, dass wirklich übergesprudelt ist auf ihre Familie. Und das wirklich spürbar war für alle. Sie ist geflogen. Ganz einfach deswegen. Was ist passiert? Immer dann, wenn wir uns fokussieren auf etwas, ich will das, um zu. Also wenn ich das mache, passiert das. Dann sind wir unfassbar limitiert und wir halten wie den Korken unter Wasser, weil da so viel mehr Wucht und Kraft in uns drin ist. Doch wir erlauben das nicht freizulegen, weil wir glauben ja, nein, es muss genau so sein. Das ist das, was mir Erfolg bringt. Es ist tatsächlich wirklich so, dass ganz viele Menschen Coach werden möchten, weil sie glauben, wenn ich Menschen helfe, dann bin ich ein guter Mensch, dann geht es mir gut. Das möchte das Ego nicht hören, aber das ist sehr häufig der Grund, warum Menschen Coach werden wollen, weil sie glauben, dann kann ich zu mir sagen, ich bin ein guter Mensch, ich habe Menschen geholfen. Menschen werden mich lieben, weil ich ihnen Freiheit schenke. Aber das sollte niemals der Antrieb sein, warum du Coach werden möchtest.
Denn es ist immer ein Umzu. Was ist, wenn dein Kunde das Ergebnis nicht hat? Was ist, wenn der Kunde nur Erwartungen an dich hat, aber nicht umsetzt? Du wirst immer gefrustet sein, weil du immer nur das Ziel siehst, ich muss ihm helfen, damit ich mir sagen kann, ich bin ein guter Mensch. Und das wird so anstrengend sein für dich, dass du es auch sogar vorher vielleicht sogar schon sabotierst, weil du gar nicht erst diese Anstrengung erleben möchtest, weil du einen riesen Erwartungsdruck an dich hast, weil du es nicht aus der Freude tust. Also die Frage ist wirklich immer, was ist in mir, was ich sogar kostenlos machen würde, selbst wenn es keiner mitkriegt. Wo ich einfach eine Freude dabei habe, das zu tun, wo ich einfach nicht aufhören kann, weil ich es vielleicht sogar schon mein ganzes Leben lang mache. Und weil auch bei Antje war es ersichtlich, sie hat das schon immer für andere Menschen, sie kann es gar nicht anders. Also wenn sie den Sonntagstisch deckt, es sieht einfach bombastisch aus und sie hat so eine Freude daran. Ihr kostet das sogar Kraft, es einfach nur plump dahin zu latschen. Und daran erkennst du, was wirklich für dich bestimmt ist. Und was ist passiert? In ihr ist eine Welt, also explodiert. Auf einmal fing an, der Korken hochzuploppen und ganz viel Inspiration zu entstehen. Doch die Sache ist, dass es nicht reicht, wenn du weißt, was es ist. Weil das Umsetzen, das wird erstmal massivst viel Angst hochspüren. Und natürlich war das bei ihr auch so, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, das, wofür du zu viel warst, ne? Also immer das, wofür du zu viel bist, ist meistens das, wo du dich selbstständig mitmachen solltest. Weil das ist, wo du Menschen abstrahlst, geben kannst, übersprudelst, wo du einfach kreativ bist, wo du wirklich, bam, genau wie ich wurde für meinen spirituellen Krimskrams immer abgelehnt. Jetzt ist das, warum Menschen mich buchen, weil ich habe einfach ein immenses Feuer in mir, was das angeht. Ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Das ist einfach, ich bin immer am Fragen, wie funktioniert Leben? Was ist das, was dahinter ist? Da bin ich einfach too much für andere. Und die Angst kam hoch, dass sie natürlich, wenn sie jetzt sogar rausgeht, wenn sie jetzt sogar Geld verlangt dafür, dass sie so richtig doppelt und dreifach abgelehnt dafür wird, was sie dort tut. Weil es war immer zu viel, dass sie nochmal in die Stadt gehen musste und nochmal diese besondere Schleife finden musste. Dass sie nochmal wirklich suchen musste und dieses ganz Besondere im Urlaub finden wollte. Dass sie nochmal zur Rezeption ist und gesagt hat, okay, wenn ich diese Schlittenfahrt nicht bekomme, wie kann ich das anderweitig haben? Wo gibt es noch die Möglichkeit? Das heißt, gibt sie nie. Sie findet immer das on the top. Immer, immer, immer. Sie macht es immer möglich. Also sie ist besser als, das hat sie mir eine Story erzählt, wo sie in einem Hotel war und die Vorstellung hatte, wirklich eine Schlittenfahrt zu machen, wie sie vom Auto zum Hotel kommt und das mit einer Schlittenfahrt verbindet, einfach weil sie haben so wenig Urlaub, beziehungsweise sie haben wirklich auch viel zu tun und wollten sich diesen besonderen Urlaub gönnen und sie hatte die Vorstellung, den Wunsch gehabt, ich möchte eine Schlittenfahrt haben. Und dann hat sie im Hotel angerufen, was wirklich ein, ich weiß gar nicht, 4-Sterne-Hotel war, 3 Sterne, auf jeden Fall exklusiv. Das Hotel war wirklich exklusiv in den Bergen, im Schnee und alles. Und bieten wir zu der Zeit nicht an. Es sind im Moment zu wenige, die einfach im Hotel sind und das würde sich nicht lohnen. Und sie so, wie bitte? What? Welche anderen Möglichkeiten gibt es hier noch? Und sie hat es sich ermöglicht und dadurch, dass sie nicht aufgegeben hat, das gibt sie nie, weil sie einfach, ach, ich könnte immer wieder davon schwärmen. Sie hat so den Blick für die Details und für die Gefühle, die dabei entstehen, dass sie noch etwas viel, viel Besseres daraufhin gefunden hat und dieser Urlaub einfach pure Magie war. Und dann kamen die Ängste hoch und das ist das, wo die meisten Menschen umdrehen, wenn es darum geht, deine Berufung in die Welt zu bringen. Denn das, wofür ich früher immer zu viel war, das, was ich immer kostenlos für andere gemacht habe, was für mich aber so urnatürlich ist, dafür werde ich jetzt sichtbar. Das heißt, so viel mehr Menschen haben die Möglichkeit, mich zu degradieren dafür, dass ich over, over, over bin, was das angeht. Dass ich wirklich too much bin, was das angeht, was für deine Selbstständigkeit perfekt ist. Dass ich auch noch Geld haben möchte dafür. Beziehungsweise es natürlich, weil es dein Business ist, weil du ja auch wieder Support zurückbrauchst, damit du mehr kreieren kannst. Geld ist so eine Magie und Geld ist so, so wichtig und so wertvoll, denn Geld unterstützt uns, kreativ zu werden. Ohne Geld kannst du nichts Kreatives in die Welt bringen. Ohne Geld kannst du nichts umsetzen. Also das heißt, dafür, wofür sie abgelehnt wurde, dafür soll ich jetzt auch noch Geld nehmen? Anni, das kann ich nicht. Ich habe so eine Angst davor. Jetzt merke ich gerade, dass der kleine Mann wach wird. Gleich geht's weiter. So, jetzt ist er bei uns. Wir lesen nämlich noch mal kurz unterwegs. Und genau, wo war ich stehen geblieben? Das ist das,
was die größte Hürde ist für die meisten Menschen, die wirklich ihre wahre Berufung in die Welt bringen wollen und nicht irgendein Business. Denn du wirst wirklich konfrontiert werden mit all den Dingen, die du aus deiner Kindheit kennst, wo du abgelehnt wurdest, die Ängste, dass du für etwas, was dir urnatürlich fällt, dass du dafür Geld bekommst, das Empfangen von etwas, was dir so leicht fällt. Das kommt dort alles hoch. Die Menschen in deinem Umfeld, die dich nicht verändert sehen wollen, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich wirklich mit jeder Frau habe an diesem Punkt, ist, dass dein Umfeld, was dich in deinem normalen Leben kennt, weil mit mir gehen wir nie in ein normales Business rein, wir gehen immer in ein großartiges Business rein. Und die Familie, die dich kennt in deinem normalen Leben, die möchte dich natürlich in Anführungsstrichen beschützen und sagt, naja, dafür nimmt doch gar keiner Geld. Wer bezahlt denn für sowas? Oder manchmal kommt auch Eifersucht hoch, denn wenn du anfängst, wirklich deine Freude zu leben und daraus eine Berufung zu machen, das ist das, wonach sich jeder sehnt. Also es gibt keinen Menschen, der sich nicht danach sehnt, wirklich seine Berufung in die Welt zu bringen. Und wenn du merkst oder wenn die Menschen merken, dass das funktioniert, dass sie ihren Weg geht und dass sie vor allen Dingen nicht stoppt und zurückgeht, sondern wirklich, wirklich souverän weitergeht, dann kann das sehr viel Eifersucht hochtriggern. Und das bekommst du in dieser sensiblen Phase auch noch zu spüren von deinem Umfeld, von Freunden, die dir vielleicht sogar wichtig sind, die dir das ausreden möchten. Das habe ich immer das Thema und das ist ein ganz, ganz großes Thema, woran wir immer sehr, sehr viel arbeiten, weil es einen natürlich in dieser sensiblen Phase komplett die Energie zieht. Kleiner Mann, du. Ne, du liebst die Kamera langsam auch. Und da kam einiges hoch an diesem Punkt. Aber du wirst solche Wurzeln, das ist der schönste Prozess tatsächlich, wenn du zurückblickst, solche Wurzeln kreieren, weil du wirklich eine tiefe, tiefe Verbindung zu dir selbst aufbaust, weil du zum allerersten Mal vielleicht anfängst, dir mehr zu vertrauen als der Stimme im Außen, als anderen Menschen, die dir sonst immer sagen, naja, es geht ja nicht, ja aber und keine Ahnung was, und man dann immer wieder zurückrutscht. An diesem Punkt, wenn du dort stabil weitergehst und immer mehr integrierst, nein, auch wenn ich noch keine Ergebnisse habe, auch wenn ich noch keine Kunden habe, auch wenn ich noch nicht die Website habe und auch wenn ich noch keine Beweise habe, dass Menschen das haben wollen, das buchen, dass ich erfolgreich bin in dem, vertraue ich darin, dass es richtig ist und dass ich weiß, dass ich damit Erfolg haben werde. Ich fühle mich jetzt schon erfolgreich damit und du gehst beständig weiter. Und das ist das, was Antje jetzt tut. Und es ist unfassbar schön, wie die Dinge sich immer mehr entfalten und von ganz alleine wirklich zu ihr kommen. Denn sobald du diese Energie immer wieder hochhältst, der kleine Mann, ihr seht, ich bin jetzt... Willi ist gerade nach Hause gekommen und ist jetzt spazieren gegangen mit dem kleinen Fox. Genau, aber was die Magie dahinter ist, sobald du es schaffst, diese Energie stabil hochzuhalten und so sehr in dich und deine Vision vertraust, es geht wirklich, wirklich darum, dass du in dich, deine Vision, deine Inspiration, deine Gedanken, deine Wünsche vertraust und dieses Wissen, dass es dir bestimmt ist, dann ziehst du ganz magnetisch die richtigen Menschen, die Kunden, die Umstände an und du findest den absolut perfekten Match. Und deine Berufung, die gibt dir Kraft. Du hast in diesen Momenten keine Anstrengung mehr. Auch ich. Es ist wirklich, du hast eine unfassbare Freude, das zu tun. Es gibt dir Kraft, es füllt dich auf. Natürlich hast du immer wieder Phasen, wo du denkst, so, oh mein Gott, wie soll ich das alles machen? Ich habe so viele Ideen, ich kriege das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das alles umsetzen soll. Oder auch mal Phasen, wo es wirklich sehr, sehr viel ist, weil du sehr viel umsetzen möchtest, aber in keinem Moment zieht es dir Energie. Und das hat auch Antje gesagt, das ist der Wahnsinn, dass es so aufladend ist. Ganz einfach deswegen, weil es dir so natürlich ist. Also wenn du es schaffst, wirklich das zu finden, wofür du ein ureigenes Talent hast, was du eigentlich dein ganzes Leben lang schon tust, wo du selber eine absolute Freude dafür hast, ist es, dass du jeden Tag rausgehst mit Dingen, die dir urnatürlich sind, die dir keine Energie kosten. Und auch Antje hat gesagt, denn auch Antje hat mir eine Überraschung gemacht zu der Geburt von dem kleinen Fox, was mich absolut geflasht hat. Also es hat mich absolut geflasht, als ich die Tür aufgemacht habe und dort stand ein Seemann vor mir und hat eine ganz, ganz tolle Rede gehalten und mir ein Stück gespielt mit einem riesengroßen Geschenk vor meiner Nase, was so wunderschön eingepackt war. Und ich habe wirklich geweint, was ich seltenst in solchen Momenten tue, aber es war einfach unfassbar berührend und so,
so liebevoll und so unfassbar einzigartig und besonders. War wirklich einzigartig der Moment, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das hat auch noch nie jemand für mich gemacht. Und da habe ich wirklich gespürt, was es in deinem Herzen macht, wenn jemand sich so sehr in dich hineinspürt und dir wirklich das allerbeste Erlebnis geben möchte. Also das war einfach, wo ich wusste, sie wird noch so viel mehr Menschen, also ein Geschenk machen mit dem, was sie in die Welt bringt. Und sie hat auch gesagt, Anni, es ist so krass, es fällt mir so leicht, ich habe 1000 Ideen dazu. Also, wenn du jemanden brauchst und ein Geschenk suchst für jemanden, wo du denkst, er hat schon alles, was soll ich ihm schenken? Ich mag ihm nicht normale Geschenke schenken, ich mag ihm nicht das, was er schon kennt, ich will ihm diesen ganz besonderen Moment kreieren. Wenn du ein besonderes Erlebnis jemanden kreieren möchtest, wenn du einen ganz besonderen Urlaub haben möchtest oder vielleicht hast du auch ein eigenes Unternehmen und möchtest deinen Kunden dieses ganz besondere magische Erlebnis liefern, wenn sie bieten, wenn sie in dein Unternehmen kommen, was sie fühlen, was sie wahrnehmen, was sie dann mit dir verbinden, dann ist Antje genau der richtige Mensch dafür. Sie fühlt es und sie spürt dich und auch deine Kunden und sie kreiert das ganz besondere Erlebnis. Was sie tut und wer sie ist, ist wirklich etwas sehr, sehr Einzigartiges und ich liebe es, wirklich dieses einzigartigen Menschen herauszuholen, denn niemand ist gleich, kein Mensch ist gleich und es ist viel zu klein gedacht, wenn wir immer nur nach einem Business schauen, was es schon gibt. So werde ich euch auch in dem nächsten Video oder in dem übernächsten Video, ich weiß es noch nicht, eine ganz tolle, besondere Frau vorstellen, die genauso wie Antje auch eine ganz besondere Lücke schließt, die es so noch nicht gibt und das ist die Magie dahinter. Wenn du etwas ganz Einzigartiges schaffst, was auf dich zugeschnitten ist, dann fängt wirklich an, deine ganze Welt zu blühen. Und das strahlt ab auf dein Umfeld, auf deine Familie, auf deine Partnerschaft. Dein gesamtes Leben levelt sich ab, weil du auf dem Weg, wirklich deine Berufung zu leben, alles integrierst, was es heißt, in dich selbst zu vertrauen, in deine Meinung zu vertrauen, in deine Kraft, in deinen Mut, in deine Energie, in deine Umsetzungskraft zu vertrauen. Weil es werden dir ganz viele Steine in dem Moment scheinbar in den Weg gelegt, damit du weitergehst wie Moses, sage ich immer. Wirklich rauspresst die Energie und dort beständig weitergehst. Und was du lernst auf diesem Weg, auch ich, wo ich damals meinen Weg gegangen bin, natürlich waren es viele Herausforderungen, auch viele Momente, wo ich dachte, fuck, scheiße, wie mache ich das? Aber du lernst so eine innere Stärke, die dir nie wieder genommen werden kann. Und das ist etwas, was du Menschen schenkst. Denn es ist nicht nur deine Dienstleistung, die du gibst, es ist dein ganzes Herz, was du dort reinlegst, es ist deine Persönlichkeit, deine Energie, deine Magie, die auch bei Antje so krass spürbar ist und so wird deine Berufung zu einem echten Geschenk für andere. Genau. Ich möchte dir, weil ich leider kein Interview führen konnte mit Antje, wir hatten es eigentlich geplant, aber ich habe es zeitlich noch nicht geschafft, ich möchte es unbedingt nachholen, aber ich werde dir im Anschluss eine kleine Inspiration von Antje hinterlassen und genau. Mein absoluter Geheimtipp, wenn es darum geht, herausragende, außerordentlich wunderschöne, magische Momente zu kreieren. Und denke auch an Dinge, an die du noch nie gedacht hast. Antje kommt auf Ideen, kommt kein Mensch drauf und ist wirklich, ja, ein absoluter Schatz und Geheimtipp. Also, alles Liebe für dich und sei gespannt auf das nächste Video. Muah.